An liebe Leute, grüßt zum Minute Gewinn der Hartz IV Spartipp des Tages, Millionär werden. Heute Spartipp mit einem zweiten Wasserzähler zum Gartengießen einbauen, spart 50% der Bewässerungskosten. So circa 200-300 Euro in 100 Tagen. Wenn es mal weit. Na, und erläutere das mal genauer. Liebe Leute, ich grüße zum Kämpfer Hartz IV Spartipp Millionär werden. Und der Spartipp, den habe ich heute erfahren, da von Nachbarn, von meiner Freundin. Der war im Garten gießen, haben wir unterhalten. Dann sagt er, er hat einen zweiten Wasserzähler, dann braucht er das Abwasser nicht zahlen. Und zwar, ich lese mir vor, in einen zweiten Wasserzähler in den Keller einbauen für das Wasser zum Garten gießen, spart so 50% der Wasserkosten, weil man dann keine extra Abwasserkosten hat, weil das Wasser zum Bewässern des Gartens gar nicht in den Abwasserkanal kommt. Ein Kubikmeter Wasser kostet so 2-3 Euro an Wasserkosten und 2-3 Euro an Abwasserkosten. Dann kosten also 1000 Liter kosten zwischen 4 und 6 Euro. Und bei einem zweiten Wasserzähler für den Gartenbewässerung spart man dann die Abwasserkosten von 2-3 Euro pro 1000 Liter. Und wenn man 1000 Liter am Tag verbraucht, an 100 Tagen, dann sind das zwischen 200 und 300 Euro, die man an Abwassergebühren spart. Und ich schätze so, Einbau neuer Wasserzähler, das wird auch so 200-300 Euro kosten. Also nach einem Jahr hat man die Kosten schon wieder drin. Da. Fand ich eine super Idee. Und meistens machen das diese Spartipp nicht Hartz IV Leute, sondern Millionäre. Der hat auch eine Villa und zwei Autos da, ist Rentner, war Ingenieur da und der spart, aber die Hartz IV Leute sparen nicht da. Deswegen mit Hartz IV Spartipp Millionär werden, weil die Millionäre damit sparen und dann die nächste Million kriegen. Oder der Normalverdiener, wenn er alles spart, kann er eine Eigentumswohnung kaufen. Wenn er 400, 600 Euro spart im Monat durch meine Spartipps, kann er eine Eigentumswohnung kaufen und die dann bezahlen. Dann braucht er keine Miete zahlen oder kann die dann vermieten dann. Okay, super Spartipp. Kann ich nur empfehlen da. Noch besser ist Brunnenwasser aus dem mit einem Bohrloch, dann hat man überhaupt keine Kosten. Aber so ein Bohrloch ist ziemlich teuer und ich weiß nicht, so 15.000 Euro wird es für Kosten da. Oder ich schätze so, oder mindestens 2.000 Euro fürs Bohren und dann so und dann noch die Pumpe und so. Zwischen 5.000 und 10.000 Euro kostet, glaube ich, so ein Bohrloch. Ich weiß es nicht. Und wenn man Pech hat, wenn der Sommer noch heißer wird, ist der Wurden dann versiegt und dann muss man noch tiefer bohren, wenn das Wasser nicht kommt. Okay, das war erstmal der Spartipp. Nicht zu viel auf einmal. Zweiten Wasserzähler einbauen im Keller zum Gießen von den Blumen und so. Und da habe ich noch einen Spartipp. Kommt da wahrscheinlich morgen. Mit dem Rasenbewässern einen Spartipp da. Wie man da sparen kann. Wie man da 100% an Bewässerungskosten sparen kann da. Okay, ciao, bitte mir abonnieren.